Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. Hört euch das mal an. Als grüne Bundestagsfraktion, wir sind ja als Fraktion quasi der Maschinenraum der Demokratie. Wir sind Die Grünen sind der Maschinenraum der Demokratie. Frau Dröge, guckt euch das nochmal an. Als grüne Bundestagsfraktion, wir sind ja als Fraktion quasi der Maschinenraum der Demokratie. Wir sind Die Grünen sind der Maschinenraum der Demokratie. Gestern Abend, Maybrit Illner. Völliger Wahnsinn, Leute. Die grüne Hybris kurz vor dem Fall. Eine Partei, die jetzt in die Aufspaltung geht. Und ja, das nennen sie Maschinenraum der Demokratie. Und was ist dann die SPD und die CDU? Was ist denn das? Das eine ist das Ersatzteillager und das andere ist der Rückwärtsgang. Der war wirklich gut. Hört noch ein letztes Mal. Als grüne Bundestagsfraktion, wir sind ja als Fraktion quasi der Maschinenraum der Demokratie. Wir sind Maschinenraum der Demokratie. Ja, genau. Das kann man sich nicht ausdenken, Leute. Ich frage mich immer, die Witze machen sie alle von alleine. Ja, wirklich keine Satire mehr. Es ist jetzt alles nur noch Realsatire. Aber sie sind nicht nur der Maschinenraum der Demokratie. Nein, sie stellen auch den Wirtschaftsminister. Hört mal zu. Wenn Christian Lindner sagt, wirtschaftliche Dynamik, dann ist das etwas, wo wir Grünen sagen, unbedingt, definitiv, ja. Wir stellen den Wirtschaftsminister. Selbstverständlich wollen wir gerade mehr Gesetze beschließen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Und das Sie merken nicht, was Sie da sagen. Sie wollen mehr Gesetze beschließen, um die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Das ist genau der falsche Weg, ihr Sozialisten, ja? Ich melde mal hier eine Mitteilung an den Maschinenraum der Demokratie. Hallo, liebe Grüne. Bitte einmal aufpassen. Indem man immer neue Gesetze macht, reguliert man die Wirtschaft zu Tode. Man stranguliert sie quasi. Man würgt sie, man würgt sie, man würgt sie. Und irgendwann ist sie tot. Ja? Aber selbstverständlich mangelt die Wirtschaft jetzt daran, dass die Grünen nicht genug Gesetze gemacht haben. Wo? Im Maschinenraum der Demokratie, Leute. Das ist wirklich Balsam für die Seele. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Und weil wir ja alle wissen, dass die Grünen schuld sind an allem. Frau Lang hat sich beschwert die Woche öffentlich und hat gesagt, an allem sind die Grünen schuld. Und da muss ich sagen, Frau Lang, ja, an allem sind die Grünen schuld, weil für sie ist auch an allem die AfD schuld. Ja, dieses Schuld zu schieben. Leute, ihr habt gestern die Mitteilung bekommen, wir werden im Januar einen neuen deutschen Bundestag wählen. Ich lege mich fest, ich lege mich ziemlich aus dem Fenster. Die Nacht der langen Messer im Bundestag wird die FDP nicht überstehen. Und ja, es gibt sie wirklich, die Nacht der langen Messer. Am 14. November ist es soweit. Mir wurde kein Zutrittsrecht gewährt, leider. Es gibt da Gästeplätze, ich komme nicht rein. Es sind nur Mitarbeiter zugelassen von Haushaltspolitikern. Ich versuche zwar irgendwie noch einen Weg zu finden, aber ich darf ja auch einfach vor dem Sitzungssaal stehen und auch die ganze Nacht stehen. Ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich für euch am 14.11. eine Nachtschicht einlege. Die Nacht, in der ich glaube, dass die Bereinigungssitzung am Ende scheitern wird. Und diese Sitzung dauert von Donnerstag früh 11 Uhr bis Freitagmorgen 5 oder 6 oder 7 Uhr. Also es ist wirklich fast 20 Stunden Marathonsitzung. Das aus dem Maschinenraum der Demokratie, würden die Grünen sagen. Ich finde das immer noch so lustig, aber weil die Grünen so undemokratisch sind und jetzt inzwischen ihre Mehrheit im Bundesrat verloren haben, das ist wirklich schön, die Mehrheit im Bundesrat, sie ist weg, weg, liebe Grüne. Und das heißt, wir ziehen jetzt durch, was ihr seit Jahrzehnten blockiert habt. Schaut zu. Die Grünen haben über Jahre lang den Wunsch fast aller anderen Parteien blockiert, um die Maghreb-Staaten zu sicheren Drittstaaten zu erklären. Also wenn es jetzt diese Initiative gibt, womit de facto die Maghreb-Staaten zu sicheren Drittstaaten erklärt werden, dann wäre das natürlich ein Fortschritt. Habt ihr es gehört? Die Grünen waren es, die die Maghreb-Staaten bis heute nicht als sichere Herkunftsstaaten deklariert haben. Deswegen haben wir überproportional viele Tunesier, Algerier und Marokkaner im Land, die überproportional viel straffällig werden. Es gibt sie mit Sicherheit, die voll integrierten, gut hier angekommenen Marokkaner, Tunesier und so weiter. Aber der Großteil der Leute, die kommen, gehören abgeschoben und sie begehen hier serienmäßig Straftaten. Sie sind sozusagen
Serientäter ab dem ersten Tag. Es gibt wirklich viele der Serientäter. Da könnt ihr gucken, in jedem Bundesland gibt es da seine eigenen Feinheiten. Und die Grünen haben im Maschinenraum der Demokratie diese Entscheidung schon immer blockiert, weil sie einfach wollen, dass noch mehr Leute in unser Land kommen. Die Grünen stehen für die Aufgabe des Nationalstaates, für den Exitus des deutschen Volkes. Sie würden auch 10 Millionen Neuankömmlinge pro Jahr in dieses Land lassen, spätestens dann, wenn sie die Schuldenbremse über Bord geworfen haben. Und das ist eine grüne Sekte, das ist keine Partei mehr. Wer die Eliminierung dieses Staates indirekt in Kauf nimmt durch die Ziele seines Parteiprogrammes, ist in meinen Augen Staatsfeind Nummer 1. Ja? Deswegen, die Grünen sagen immer, sie wollen die AfD verbieten. Ich bin ganz ehrlich, ich würde gerne die Grünen verbieten. Und zwar aus dem Grund verbieten, damit sie mal wissen, wie sich das anfühlt, wenn man stigmatisiert und gebrandmarkt wird und von der Öffentlichkeit missachtet wird. Das, was sie seit Jahren mit der AfD machen, müsste man mal mit ihnen spielen. Die Grüne Partei wird verboten wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung, deren Zweck darauf ausgelegt ist, mit ihrem Parteiprogramm den freien Individuen, dir und mir und den ganzen Unternehmen, möglichst viel von ihrem Eigentum abzunehmen. Sie würden ja am liebsten Spitzensteuersatz von 70%, 80%, 90% ab gewissen Einkommensarten haben. Und das ist Sozialismus, und Sozialismus tötet. Und ja, die Grünen sind für sehr viele Tote in diesem Lande mitverantwortlich. Und wir haben noch gar nicht über die Toten in den ganzen Kriegen gesprochen, die wir mit Waffen beliefert haben. Weil das Ganze aber von den Grünen natürlich so perfekt ist, hören wir jetzt nochmal Katharina Dröge, wie sie uns erzählen möchte, dass aufgrund der Schuldenbremse die Carola-Brücke in Dresden gesagt hat, und jetzt schmeiße ich mich in die Elbe hinein als Symbol für die Schuldenbremse. Und da gibt es offen eklatanten Widerspruch. Schaut mal zu. Aber das zweite Thema Wirtschaft. Sie als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen haben aus meiner Sicht sehr begründet vorgeschlagen, dass man die Schuldenbremse reformieren könnte. Das haben die anderen CDU-Ministerpräsidenten genauso getan. Kai Wegner in Berlin macht das auch regelmäßig und sehr laut. Das wäre eine sehr, sehr gute Initiative, wo man gemeinsam zum Wohle der Wirtschaft, zum Wohle der Infrastruktur in unserem Land, in Dresden ist gerade eine Brücke zusammengestürzt, Sie verstehen jetzt so, vorankommen ich fasse könnte. Kurz zusammen. Und die Einladung an Friedrich Merz war, das gemeinsam zu machen. Und Friedrich Merz sagt, ich warte lieber auf die Bundestagswahl und mache so lange nichts. Und damit sagt er, die Wirtschaft muss warten, okay, weil Parteipolitik steht an erster Stelle. Gut, nein. Also Schuldenbremse ja, nein, Herr Wüst, wir machen jetzt die ganz kurz. Die Schuldenbremse schützt die künftige Generation vor unserer Übergriffigkeit und vor unserer Unfähigkeit, Prioritäten zu setzen. Die Brücke in Dresden ist nicht eingestürzt, weil das Geld nicht da war. Das ist Unfug. Wir können auch über NRW-Brücken reden, die einstürzen, weil das Geld nicht da war. Nee, nicht, weil das Geld nicht da war. So. Ernsthaft gut. Nicht. Deswegen falsches Beispiel, falsches Thema. Jede Generation muss mit dem Geld auskommen, das sie selber ist in der Lage zu erwirtschaften. Und genau das sagt die Schuldenbremse. Und da ist eingestürzt, weil das Geld nicht da war. Und da muss man mal sagen, in Dresden ist die Brücke wirklich nicht eingestürzt, weil kein Geld da war, denn niemand hatte vor, diese Brücke neu zu bauen. Sie wollten sie ja nur sanieren und reparieren. Das ist, wenn man Ideologen, die fachlich noch nicht mal zwei linke Hände nachweisen können, auf Posten setzt, die völliger Wahnsinn sind. Wie kann man einen studierten Soziologen auf einen Posten setzen, wo es um das Bauen in einer Stadt geht, ja? Die Fachkompetenz, sie wird völlig negiert. Und dann passiert es, dass ein Soziologe eben nicht beurteilen kann, wie die Aussagen von Statikern, von Gutachten zu werten sind und wann es Zeit ist, hier ein Bauwerk zu modernisieren. Ja, Herr Wüst, die Schuldenbremse schützt meine Generation und die meiner Kinder vor der Übergriffigkeit von euch, von denen, die in den 60ern und 70er Jahren hier geboren sind, von denen, die sich nur im Speck laben dieser Gesellschaft. Und jetzt mache ich mir wieder wahrscheinlich keine Freunde, aber die Babyboomer haben einen großen Teil dazu beigetragen, dass in diesem Lande nicht weiter investiert wurde. Man hat die fetten Jahre nicht genutzt. Seit den 80er Jahren kommt es quasi zum Investitionsstau in Deutschland, und das ist genau die Zeit, wo die Babyboomer alle in den Arbeitsmarkt gegangen sind. Die Staatsschulden haben sich ausgeweitet dafür, dass alle Privaten erhöhtes Vermögen haben. Das wollen die Leute immer nicht hören. Der Staat hat auf der einen Seite Schulden, auf der anderen Seite hat jeder Vermögen. Irgendwo hat er Vermögen, ob das ein Rentenanspruch ist, der Vermögen darstellt, eine Immobilie und so weiter. Meine Großmutter sagt immer, sie hat 14% Kreditzinsen bezahlt auf ihre Hütte. Ich sage immer nur, dafür ist die Hütte heute 800% mehr wert als vor 52 Jahren. Das
ist aber zu Lasten des deutschen Schuldenkontos passiert. Das steht in Korrelation. Dasselbe sehen wir in den USA. Umso größer das Defizit der USA steigt, umso höher steigt am Ende der Wohlstand. Deswegen, das ist am Ende nur eine Verschiebung. Der Staat macht Schulden dafür, dass wir privat alle Vermögen haben. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber diese Aussage von ihm, dass die jetzige Generation mit dem auskommen muss, was sie hat, ist schwierig. Denn Berlin lebt mit seinen ganzen U-Bahn- und S-Bahn-Stationen von Investitionen aus dem letzten Jahrhundert. Und wenn wir heute neue Stationen bauen, will Herr Wüst mir sagen, die darf nur noch 40 Jahre halten. Ich gehe hier in U-Bahn-Stationen, die sind 130 Jahre alt, funktionieren prima. Wir müssen endlich mal wieder lernen, dass wir auch über eine Generation hinweg denken und hinwegbauen. Denkt doch nur mal an den Bundestag, wie viel 100 Jahre er schon steht. Er wird auch in Zukunft noch weiter stehen. Sollen wir das wirklich nur für 30 Jahre bauen? Herr Wüst, da müssen wir noch mal drüber reden. Aber am besten reden wir mit Ihnen gar nicht mehr und Sie packen Ihre Koffer und werden einfach bei der nächsten Wahl in NRW abgewählt. Politik mit den Grünen tötet und schadet ihrem Land. Sie sehen das überall. Ihre Ministerin, die hat es vergeigt mit Solingen und so weiter und so fort. Wir wollen gar nicht drüber reden, wie schlimm es in NRW ist. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere diesen Kanal. Abonniere auch Messerradar, die Inzidenz für gestern. Sie liegt bei 9. Wir haben wieder spannende Polizeimeldungen aus ganz Deutschland mitgebracht. Und damit sage ich, wenn du die Schnauze voll hast, ich habe noch Auswandern mit Kopf, meinem Drittkanal sozusagen für alle, die es hier nicht mehr aushalten wollen. Schaut doch mal vorbei und ansonsten sage ich ciao, bis bald.